Grüß Gott und herzlich willkommen beim GPS-Radler. In diesem Video gebe ich dir mal ein paar Tipps und Tricks zum smarten System von Bosch. Viel Spaß damit! Das neue Bosch E-Bike-Antriebssystem habe ich dir ja schon bereits in einem Video von der Eurobike vorgestellt. Bosch nennt es das smarte System, intern als Best 3, sprich dritte Generation vom E-Bike-Antrieb. Und ich habe jetzt hier schon einige Zeit so ein Testrad von Bosch bekommen. Und da möchte ich dir jetzt mal ein paar Tipps und Tricks zeigen. Wenn das komplette smarte System von Bosch für dich noch Neuland ist, dann schau mal unten in der Beschreibung. Da habe ich dir den Link zu dem Vorstellungsvideo gepackt. Hier soll es hauptsächlich um praktische Tipps jetzt gehen. Die neue LED Remote wurde ja in Zusammenarbeit mit den Ergonomie-Profis von SQLab gestaltet. Leider montieren einige Hersteller oder Fahrradhändler die Remote zu hoch gedreht, weshalb sie schlecht erreichbar ist. Komfortabler ist es, wenn die Unterstützungstasten weiter nach unten liegen, dass du sie so erreichen kannst, wie beispielsweise die Tasten von deiner Schaltung. Das ist dann auch gar nicht schwer, das optimal auf dich einzustellen. Zum einen kannst du die Schraube öffnen, um die komplette Remote um die Lenkerachse zu drehen, und dann hat Bosch noch eine weitere Schraube integriert. Damit kannst du die Remote innerhalb von einer Nut optimal an deinen Daumen anpassen. Das Kiox 300 genannte Display, was ich hier auf dem Rad habe, ist aktuell das einzige Display, was es zusätzlich zur LED Remote gibt. Auf dem 2 Zoll großen Display bekommst du alle wichtigen Fahrdaten angezeigt. An die Statusseite schließen sich die 4 Datenseiten an, die beginnen mit der klassischen Bosch-Schnecke, und du kannst über ein Drücken der Raute-Taste immer auf eine alternative Ansicht umschalten. Besonders gut gefällt mir hier die Übersicht über die Reichweite, die du in den unterschiedlichen Unterstützungsmodi erreichen kannst. Auf der Fitnessseite ist mit der Leistung übrigens die Leistung gemeint, die du selbst in die Pedale trittst. Der Motor gibt dann nochmal seine Power obendrauf. Stand heute kannst du die Datenseiten leider noch nicht selbst konfigurieren. Das Kiox 300 Display kannst du mit der Originalhalterung durch einfaches Umbauen in 3 verschiedenen Positionen montieren. Es ist nicht Pflicht, du brauchst also kein Display, du kannst auch nur mit der Remote fahren. Falls du kein Display im Moment noch an deinem Rad hast, kannst du das relativ einfach nachrüsten, oder umgekehrt, wenn ich es wie hier jetzt drauf habe, aber den Lenker cleaner haben möchte, dann kann man das auch relativ einfach runternehmen. Die Steckkontakte werden einfach mit der Hand rein und raus gesteckt und die Kabel und Stecker sind eindeutig. Aktuell bietet das Kiox 300 noch nicht die vom alten Kiox gewohnte Navigation. Die erwarte ich allerdings für eines der ersten Updates zum Beginn der Saison 2022. Sobald das Fahrrad mit der aktiven Flow-App auf dem Handy verbunden ist, wird auch bei jeder Fahrt die Strecke aufgezeichnet. Du kannst es grundsätzlich ausschalten, ist in den Einstellungen ein bisschen versteckt. Da gehst du hier auf das Zahnrad-Symbol, dann auf dein Profil und findest hier unten das Activity-Tracking, und das kannst du mit dem Schiebeschalter ausschalten. Dann wird keine deiner Fahrten mehr aufgezeichnet. Die Touraufzeichnung läuft also beim smarten System immer mit, aber du hast trotzdem die Möglichkeit, nur den Tourabschnitt zu speichern, den du auch möchtest. Ich habe hier zum Beispiel einen Schnipsel mit der Anreise zum Start, dann die eigentliche Tour und dann wieder das Stück zurück. Wie kann man sowas machen? Ist nicht ganz einfach. Du fährst also zu dem Startpunkt. Dort gehst du dann in die App rein, und sobald du stehst, findest du da die Stopptaste.
Da drückst du mal drauf, dann wird der Tourabschnitt beendet. Du kannst jetzt beliebig lang warten oder auch sofort wieder losfahren. Dann beginnt ein neuer Aufzeichnungsabschnitt. Wenn du die eigentliche Tour beendet hast, gehst du wieder in die App rein, drückst nochmal auf die Stopptaste und dann hast du den Block abgespeichert, den du möchtest. Bei der Heimfahrt gibt es wieder eine neue Aufzeichnung und die beiden Schnipsel, die kann man dann recht einfach über die App löschen. Wenn dir diese Tipps und Tricks bis hierher weitergeholfen haben, gib mir einen Daumen hoch. Wenn du mehr zum Thema Bosch E-Bike und Navigation erfahren willst, drück unten auf den Abo-Button und vergiss die Glocke nicht, dann verpasst du kein zukünftiges Video mehr. Direkt am Fahrrad kannst du über einen langen Druck auf die OK-Taste die Trip-Daten zurücksetzen. Dieser Reset ist allerdings komplett unabhängig von dem Reset über die App. Für die Aktivierung der Schiebehilfe gibt es jetzt eine spannende Neuheit. Du drückst lange auf die Minustaste am Controller, siehst dann die Info auf dem Display und wenn du jetzt dein Fahrrad ein bisschen einfach losschiebst, dann unterstützt dich schon der Motor beim Schiebevorgang und du kannst auch kurz mal die Taste loslassen und wenn du wieder Schiebeunterstützung brauchst, wieder drücken und halten und so kann dich das Fahrrad an Schiebepassagen unterstützen. Das Licht wird über einen langen Tastendruck auf die Plus-Taste eingeschaltet. Was kann das smarte System von Bosch nicht? Zum einen ist es mal die Übertragung der Daten über das standardisierte ANT Plus LEV-Profil. Damit würden nämlich die Fahrdaten vom Motor direkt auf Geräte wie Garmin oder Wahoo kommen. Und so könntest du alle deine Daten zentral in diesen Radcomputern abspeichern. Besonders spannend wäre das natürlich, wenn du nur mit der LED Remote ohne Kiox 300 Display unterwegs bist. Aber Bosch hat sich da leider dagegen entschieden. Und das finde ich absolut schade, weil das würde schon zu einem smarten bzw. connected System dazugehören. Ein weiteres Ausstattungsmerkmal, was Bosch vergessen oder aktiv rausgenommen hat, ist die Möglichkeit, das Smartphone zu laden. Auch wenn da eine verwirrende Info im Handbuch steht, die bezieht sich nur auf das Laden der LED Remote, denn die hat einen kleinen Akku integriert. Fakt ist, aus der USB-C-Buchse kommt kein Ladestrom für Handy oder GPS raus. Diese Buchse ist nur für den Händler im Servicefall geeignet und ich finde es wirklich traurig, dass Bosch sich da dagegen entschieden hat. Immerhin soll das smarte System mit der App auf dem Smartphone ein zentraler Bestandteil sein und so eine App zieht ja ganz schön Strom, also insofern wäre es wirklich angebracht gewesen, da einen Ladestrom unterwegs anzubieten. Viele Fragen gab es schon in dem Vorstellungsvideo, wie es denn mit Umbau und Kompatibilität ausschaut. Deshalb hier nochmal ganz klar, nichts ist kompatibel. Du kannst kein Display irgendwie hin und her tauschen oder die neue LED Remote an dein bestehendes Fahrrad. Auch die Akkus sind nicht tauschbar, nicht mal die Ladegeräte. Das liegt dann daran, dass beim smarten System ein komplett anderes Busprotokoll zum Einsatz kommt. Und wenn altes System und neues System einfach unterschiedliche Sprachen sprechen, dann ist nichts mehr kompatibel. Eine weitere wichtige Neuheit vom smarten System ist ja die Möglichkeit, alle Komponenten des Fahrrades über Internet und diese App per Updates zu versorgen, nennt sich dann Over-the-Air-Update und dazu gehst du hier in die Einstellungen, in dein Fahrrad und kannst hier nach Updates suchen. Aktuell sind hier die neuesten Softwarestände drauf. Es gibt so viele Tipps und Tricks zum smarten System von Bosch, deshalb habe ich mich entschieden, das Video aufzuteilen.
Im zweiten Teil wird es dann hauptsächlich um die Flow-App gehen. Und das Video findest du dann hier an der Seite. Bis dahin schon mal viel Spaß beim Umsetzen der Tipps aus diesem Video. Und wir sehen uns im zweiten Teil. Bis dahin, ciao, euer Matthias.